Boah, den mach ich so fertig. Ich auch. Was ist mit der Übertragung? Warum höre ich das? Hat jemand den Kammerjäger verschleppt? Ich habe keine Ahnung, was los ist. Es ist der Feindling. Boah, ich mach den. Du kannst hier nicht gewinnen. Ich habe so ein Bedürfnis, so Klick-Klick-Ärmchen ab. Oder ruckzuck hängt der Kiefer tiefer. Ja. Wo geht's von hier nochmal weiter? Ach, hier lang. Goddammit. Ich komm auch nie irgendwo hoch. Hier ist eine Treppe. Badasses benutzen keine Treppen. Gut. Zwischenzeitlich loote ich wieder. Füll unsere Munition auf. Du hältst das ja nie für nötig. Du hörst dich gerade an wie so eine alte Ehefrau. Bin ich die Frau in unserer Beziehung? Das kannst du knicken. Nächste Frage: Welche Beziehung? Das, was wir Freundschaft nennen möchten? Bin mal weg, bin müde. Alles klar, hört halt, schlaf schön. Bis dann, bis zum nächsten Mal. Jo. Hashtag Aluson geht weiter. Oh. Nein. Nein. Und der Tobias auch nicht. Und der Tobias vorhin so, der hat mich fett genannt. Wegen fette kleine Kinder, die den Weihnachtsteller leer fressen. Verdammt, jetzt will ich auch Plätzchen. Ich hab hier 2,5 Kilo Kekse. Was zum Teufel? Ladies and Gentlemen, der Kammerjäger ist aus der Arena verschwunden. Ich weiß nicht, wo ist er hin? Verdammt! Ich klär dich auf, Torg. Der Kammerjäger ist getürmt. Abgehauen. Er hat geschnallt, dass er gegen mich antreten muss, um zum Badass Nummer 1 auf Pandora zu werden. Und ist abgehauen. Wie ein kleines Baby. Abgehauen! Verkehrte Welt! Ich habe keine Wahl! Als Leiter des Talk-Turniers muss ich den Kammerjäger offiziell zum Feigling stempeln! Und Hörtert schreibt noch Selbstschuld, Jungs. Nö. Nö. Okay, ich will ehrlich sein. Ich weiß, dass du in Wahrheit kein Feigling bist, aber scheiße! Dieser kleine Kniff hat uns saugute TV-Quoten beschert. Trotzdem, du brauchst einen neuen Sponsor. Wenn du im Turnier bleiben willst, geh zum Beatdown. In den Chat schauen lässt Hashtag Alucard United 224 nicht aussterben. Dann liest das doch nicht auch noch vor. Ich bin ein guter Streamer. Ich lese vor, was die Leute schreiben. Dann ist Funk also kein guter Streamer, weil er nicht alles vorliest, was die Leute schreiben? Der hat ja ein paar mehr Zuschauer als ich, wa? Aber nur ein paar, ne? Ey, wenn sich das davon hört, halt weiter ausbreitet, dann lege ich es übers Knie. Böse am Ende noch. Mal auf jetzt. Und Zwerg. Und Zwerg. Mann. Halt still. Zwerg noch kleiner gemacht. Kopf kürzer? Zwei. Okay. Mein Internet ist, glaube ich, gleich wieder weg. Och nö. Mein Stream reißt jedenfalls ab, oder irgendwie. Na, noch bist du da. Beweg dich mal. Also du lauf mal zum Questpunkt. Wenn ich merke, dass du stehen bleibst, dann weiß ich, dass es bei mir abgerissen ist, weil ich habe gerade absolut keine Übertragung. Ach, hab nicht Spur S.
Hast du auch gerade 3 Köpfe kürzer gemacht? Ja. Wollt auch mal. Okay, okay, da ist es wieder. Ja, sieht aber. Oh, bricht gleich wieder ab. Heute ist bei dir da Wurm drin, wa? Ja. Keine Ahnung, was das ist. Wenigstens sind die Frames wieder runtergesetzt worden. Jetzt sind wir jetzt wieder bei 300. Ja, okay. Ich wüsste aber echt gerne, was da los ist. Du glitschelst doch ein bisschen. Ja, ich sehe jetzt selber, dass es bei mir ein bisschen zuckt. Welcher Zeit leben wir eigentlich? Komm, 15 Minuten hält's noch durch. Ja, hoffe ich doch. Wieso, ist dann erst 12? Dann haben wir 12, ja. Dann müsst du aber rein theoretisch noch eine halbe Stunde machen, weil wir erst eine halbe Stunde später heute angefangen haben. Na ja, gut, dann erst probieren wir mal 15 Minuten noch zu machen und dann probieren wir nochmal 30 Minuten zu machen. Genau, wir gucken mal, wie weit wir hier jetzt erstmal kommen. Hier liegt Badass Nummer 4. Sein Name ist Pyrofete und er hat rein zufällig gestern eine freie Sponsorin hier in der Gegend gekidnappt. Du solltest ihn killen und aufsuchen, aber nicht in dieser Reihenfolge. Doch, genau in dieser Reihenfolge. Und deine Heilkunst, ey. Wer und seine Heilkünste? Du und deine Haikus, ey. Ach, Haikus. Ja. Heilkünste verstanden. Ja, ich hab wieder eine Mod drin, die mich heilt. Merkwürdig befriedigend. Hier ist übrigens Medikit. Falls du dir noch ein bisschen Gesundheit dazu verdienen willst. Das macht meine Kumpelblase schon. Ich habe ihn gefördert, groß gemacht. Aber als es dann drauf ankam, ist der Boris abgehauen. Wie tief kann man nur sinken? Trotz dieser ganzen Feiglingsaffäre bist du immer noch Badass Nummer 5 auf der Talk-Tabelle. Und Pisten ist Nummer 1. Du musst dich die Liste hochkillen. Dann kannst du den Helden rauskehren und Pisten was auf die Fresse hauen. Einer meiner leichtesten Übungen. Guck jetzt an, das kriegen wir doch hin. Wenn das Ziel töten ist, dann bin ich dabei. Töten ist leicht, sterben ist schwer. Geil, eine Kiste. Warum nicht erst töten und den Entführten? Warum nicht erst töten und den entführen? Ist doch mehr Badass. Das macht aber keinen Sinn. Ist aber badassiger, da hat er schon recht. Natürlich ist hier mal wieder nichts drin. In der ganzen Scheißkiste. Wenn du schon eine Sniper hast, dann lerne damit umzugehen. Was sagt man dazu? Okay, versuche ich's mal. Nicht du. Ach, die ganzen beweglichen Ziele konzentrieren sich auf dich, das ist unfair. Jeder von hinten in den Rücken schießen. Das soll er mal versuchen. Zu mir hat er gesagt, das ist doch alles eine Verarsche. Ich habe ihm gar nicht zugehört. Mach du da oben? Achso, sein Job. Genau.
Man kann ja mal fragen. Ich jetzt hier aus, weil hier ein der Feigling. Du wirst brennen, 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 brennen. Flammenzungen, Feuer am Himmel. Lass uns reden. Feuer, geh mit mir. Feuer, sprich mit mir. Du musst Pyro-Pete irgendwann killen. Aber warte damit, bis du erfährst, wo er die entführte Spotorin versteckt hält. Sonst kommst du in der Tabelle nicht voran. Echt jetzt? Ich muss warten? Wer wartet denn mit dem Töten? Eine Nachricht an alle Gladiatoren! Falls Sie, um einen Sieg zu feiern, ein Luftgitarren-Solo David möchten, spielen Sie bitte keine urheberrechtlich geschützte Musik! Noch eine Geschichte! Oh, den habe ich nicht mehr gesehen. Tobias fragt, kann Sirene ein bisschen leiser stöhnen? Kann sie leider nicht. Moment. Das Problem haben wir gleich. Alter. Wie wär's mal, wenn du mir einen übrig lassen würdest? Ich mach noch nicht mal was! Ich hab die ganze Zeit versucht, dich hochzuholen, aber ich wurde hin und her geschmissen wie so ein Ping-Pong-Ball. Ich sag doch, ich krieg das hin. Brauchst du nicht mehr ankommen. Dessen hast du alles andere mal fleißig sterben lassen. Warum soll der Maya leiser stöhnen? Stört doch keinen. Aber es dich nicht stört. Sieh an, der Feigling. Oh, ich verbrenne innerlich. Du willst einen Sponsor, was? Ich habe eine ganz warme. Aber du musst tanzen. Stifte zuerst Unruhe hier im Beatdown. Dann kannst du sie haben. Geh zur Bettliste. Los, los! Mit den Flammen emporlodern. Sein Trick ist, dass er wirklich auf Feuer steht. Schnauze! Ich glaube, ich weiß, wen er hat. Wolfinger, er hat eine ganz warme. Mhm. Das sagt doch schon alles. Ja, sollte eigentlich. Wenn man Borderlands kennt, sollte man. Hier lebt doch einer! Aber das kann ja nicht unbedingt schlecht sein, wenn wir sie denn haben, ne? Also, ich persönlich finde das sogar ganz gut. Könnte mir zwar eine bessere vorstellen, aber. Naja, man kann nicht alles haben. Gut. Oh, die scheiß Zwerge, die sieht man nie. Hast du was gegen Zwerge? Aber wenn ich einen Stream schaue, möchte ich kein Gestöhne in meinen Ohren. Ah, gut. Mal gucken, ob hier irgendwo Muni ist oder eventuell so eine Heilung für dich. Ich habe gerade einen Medipack geschlürft. Hier ist noch eins. Dann schlürfe ich auch mal. RNGesus schlürft immer. Ina Colada. Nein, und wenn Pippi drüben Süßigkeiten hat, geht das mehr so schwarzes Lochartig so. Ja, so wie ich beim Looten. Ja. Weil Pippi Pyro und. Pete's Bar. Weil Pippi und Süßkram. Oh, ich kann mich umziehen. Ich brauche nochmal einen anderen Skin. Das ist der mörderische Krieger. Warte mal. Der Tier kommt sogar tatsächlich dem echten Papyrus sogar noch am nächsten. Zeig mal deinen mörderischen Krieger.
Ja, der Kopf ist das, ne? Mhm. Kann man aber machen, finde ich. Wenn du mich jetzt nochmal ein bisschen direkter angucken würdest, wäre es auch noch nicht schlecht. Oh. Ah, hier der Minecraft-Skin. Lustig. Da müssen wir irgendwann privat eventuell nochmal, weil die Skins möchte ich gerne alle haben. Achso, jetzt. Boah, doch, kann man doch machen. Muschelaugenklappe. Pyro Pete wird den gekidnappten Sponsor freilassen, aber nur, wenn du dich erkenntlich zeigst. Okay, Zeit für ein Bier und das Tier in dir, denn jetzt kommt eine Beatdown-Kneipenschlägerei. Prügle dich mit den Suffköpfen hier und bleib am Leben. Okay. Warte, Krimps, warte. Eine Minute, eine... Was? Ist doch besser als... ist doch badass als mörderischer Krieger. Ja, das ist allerdings wichtig. Ich bin in einer Minute wieder da. Ja, ist okay.